Ja, seid gegrüßt, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder da seid, hier bei Textshopping Extrem auf HST, heißer Scheiß TV. Ich bin's, euer Mike. Und heute an meiner Seite neuer Kollege, du bist... Die Wirklichkeit. Hallo. Ja, ich sag mal, Tommy, Leute, Freunde, wir sind ja alle gestärkt aus Corona rausgekommen. Ich sage nur, Vermögenszuwachs. Ja, Mike, auf Seite der Reichen sieht's richtig gut aus. Im letzten Jahr wurden in Deutschland 69.000 Menschen Millionär. Das heißt, es gab mehr neue Millionäre in Deutschland als Corona-Tote. Ja, geil, Freunde, geil. Und ich sag ja, es gibt ja bald Wahlen. Und ich sag ja immer, Bundestagswahl ist ja immer auch Vermögenspflege. Ja, da hat ja jede Partei ein eigenes Steuerprodukt am Start. Ja, was ist denn zum Beispiel hier drin? Ja, hier zum Beispiel, Freunde. Ja, hier. Das ist das Steuerkonzept der Linken. Ja, da schauen wir mal rein. Ja, oh. Freunde, das Müffel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das nenne ich der Ladenhüter. Uralte Umverteilungsideen, ne? Das ist eigentlich nur was für Leute, die weniger als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Also 94% der Bevölkerung. Ja, so kann man es auch sagen, Tommy. Ich sag immer, das ist was für Leute, die keine hohen Ansprüche ans eigene Einkommen haben. Ja, ich finde das jetzt erstmal ganz spannend. Ich sag mal so, wie wirkt denn das Produkt bei einer Familie mit zwei Kindern und einem Bruttojahreseinkommen von 60.000 Euro? Ja, da schauen wir mal. Ja, für die gäbe es eine steuerliche Entlastung von 5.500 Euro. So viel wie bei keiner anderen Partei. Ja, das hier, siehst du mal, die Performance-Kurve, ja, zeigt an, wie sich das Produkt auf die Einkommensklassen auswirkt, hier von ganz links arm, ja, bis ganz rechts reich. Ja. Und da siehst du mal hier bei der Linken, das fällt ab, Freunde, typisch Linke, ja, hauen das Geld raus, absolut unseriös. Ja, ja, wieso? Wieso? Wie wird das denn gegenfinanziert? Ja, hier, Tommy, ja, ein Gutverdiener, ja, mit schlappen 300.000 Euro im Jahr, der würde bei der Linken mit über 139.000 Öcken belastet. Ja, also dann käme das Geld von Leuten wie dir, Mike, ne? Ja, sozusagen. Also, und ich finde dich gar nicht unseriös, Mike. Der Tommy, Leute, ist noch original. Aber wir haben ja noch andere Produkte hier bei uns bei Textshopping. Und zwar, Freunde, SPD und Grüne. Leute, die sind in ihrer Wirkung so ähnlich. Die packe ich euch heute zusammen hier. Nur bei heißer Scheiß TV. Ja, wieder zwei Billigprodukte. Wieder ähnliche Performance wie bei der Linken, ja? Die wollen nur die unteren und mittleren Einkommen entlasten. Leute, ehrlich, wer braucht sowas? 97% der Bevölkerung, da werden alle entlastet mit einem Einkommen von unter 150.000 Euro. Ja, der Durchschnitt halt, Freunde. Und ich sag immer, bist du Durchschnitt, kaufst du Durchschnitt, bleibst du Durchschnitt. Und wer will schon Durchschnitt sein? Was bist du Durchschnitt? Ja, ja. Der Tommy. Mike. Der Tommy. Ja, der Mike. Sag mal, Mike, alle Konzepte... Alle drei, die du jetzt hier weggeworfen hast, die senken schon das Armutsrisiko, richtig? Ja, das war's. Ja. Aber sie erhöhen eben auch das Risiko, nicht reich zu bleiben. Ja, apropos reich. Tommy, Zeit, Leute, für ein absolutes Premium-Produkt. Jetzt kommt's. Hier, schaut euch das geile Zeug an. Steuerkonzept der Union. Ist das geil, Freunde? Schaut euch diese Performance-Kurve an hier, Freunde. So macht man das hier bei einem Paar mit zwei Kindern, das im Jahr läppische 60.000 Euro Einkommen hat. Ja? Gibt's von der Union eine Entlastung von 1.093 Euro, verdient das Paar aber im Jahr 300.000 Euro. Dann gibt's von der Union satte 10.500 Öcken Steuererleichterung. Selbst die Süddeutsche Zeitung, die das hat ausrechnen lassen, hat geschrieben, dieses Programm zeigt das kalte Herz von Armin Laschet. Sag ich doch, geil, kaltes Herz, cooler Typ, sag ich. Jetzt sagt ihr, geiler geht's nicht. Nee, sag ich nicht. Und ob das geiler geht, Freunde, jetzt kommt was für euch. Das ist der absolute Hottie, da platzt ihr die Fontanelle. Die FDP, schaut euch das an. Das ist eine Performance, ein absolutes High-End-Produkt. Und warum? Weil es am Ende high wird, Tommy. Ja, das ist was für Superreiche. Die kriegen bis zu 6-mal mehr Steuererleichterung als der Normalverdiener. Wie geil! Irgendwann muss sich das Geld verdienen ja auch mal lohnen, oder? Aber schau mal hier, Tommy, schau mal, praktisch keine Verlierer. Was ist kurz vorm Sozialismus? Ja, eigentlich nur, was die Staatsverschuldung angeht. Was? Ja, also schauen wir doch mal, Mike, wie sich die Steuerkonzepte auf die Staatseinnahmen auswirken würden. Ach, guck, das Konzept der FDP würde 88 Milliarden Euro Schulden kosten. Das ist ja gar nicht so solide. Und die Union immerhin noch 33 Milliarden. Und hoch, die Linkspartei
bringt dem Staat Mehreinnahmen von 90 Milliarden Euro. Ja, gut, Freunde, ich sag immer, Geld für den Staat, das heißt ja immer, mehr Geld für den, der euch das Geld wegnimmt. Leute, ich bitte euch. Ja, musst du mich gar nicht bitten, Mike. Zur Orientierung habe ich da noch eine kleine Grafik mitgebracht vom Magazin Katapult. Da kann man links sehen, was man verdient und rechts, was man dann idealerweise wählen sollte, wenn man Steuern sparen möchte. Der Tommy! Ja. So, jetzt ist Schluss. Der schmutzige Spieler, bitte zu mir her. Ja. Wieso das? Ah, bitte, diese Sendung ist ja kein Wahlspot für die Linken. Es gibt einen Platzverweis. Wieso denn Wahlspot für die Linken? Das war eher Wahlwerbung für die FDP. Verdienen Sie so wenig als Schiedsrichter? Oder? Nein, Sie sind jetzt heraus. Die Wirklichkeit ist für die Satire gesperrt. Ja, was mache ich dann? Ja, stellen Sie sich einmal der Realität. Gehen Sie mal selber in die Politik. Ja, gerne. Also ich meine, ich wäre der erste Kanzlerkandidat, dem es komplett egal ist, ob er gewählt wird. Also nach Olaf Scholz. Herr Verbacher, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.